Hallo zusammen, mein Name ist Michael von der Firma ASR und in dem heutigen Video geht es hier um den wunderschönen BMW M3 Touring Competition G81. Ich würde sagen, der Wagen hat eine ganz dezente Aufmachung. Was dem Wagen noch so ein bisschen fehlt, ist der Sound. Der Wagen hat serienmäßig eine Klappenanlage verbaut mit zwei Abgasklappen. Und in der Serie ist es halt so, dass man auf diese Klappenanlage nur bedingt Einfluss nehmen kann. Obwohl man einen Auspuffknopf in der Mittelkonsole hat, kann man die Klappen halt nicht 100% und dauerhaft öffnen. Da setzen wir heute an. Wir bauen hier das CB2-Modul ein. Das wird komplett über die originalen Tasten gesteuert. Und wie das genau funktioniert, zeige ich gleich im Auto. Und im Anschluss machen wir noch einen kurzen Soundcheck. Seid gespannt! Wir sitzen jetzt im Auto und die Klappensteuerung CB2 ist komplett verbaut. Von der Montage an sich sieht man nichts. Das Modul ist aktuell aber komplett deaktiviert, also alles steuert original, als wäre es gar nicht verbaut. Und damit starte ich jetzt auch erstmal, wie verhält sich überhaupt diese Klappenanlage hier serienmäßig bei dem Fahrzeug. Man kann halt Einfluss auf die Abgasklappen nehmen über die verschiedenen Farbprofile, die man konfigurieren kann und die M1 und M2 Taste. Da gibt es wieder die Untermenüs, wo man dann den Sound einstellen kann. Primär ist es aber hier in der Mittelkonsole die Auspufftaste, die man hat, die darüber entscheidet, wie die Klappen gerade stehen. Auch wenn die Auspufftaste aktiv ist, also LED leuchtet, sind die Klappen meistens nur ein kleines Stück geöffnet und brauchen höhere Last, wo sie aufgehen. Untenrum sind sie meistens sehr weit geschlossen. Man hört das eigentlich auch ganz gut, wenn man den Wagen startet und man drückt hier auf die Taste hin und her, hört man kaum Unterschied, nur ganz minimal, weil die Klappe halt nicht wirklich aufgeht, vor allen Dingen auch im Kaltstart nicht. Ich kann das jetzt mal eben kurz vorführen, ich hoffe, dass man es gut hört. Ich starte mal den Wagen, die Auspufftaste war aktiv. Jetzt kann ich hier drauf drücken und wieder drauf drücken. Man hört eigentlich nur einen ganz leichten Unterschied, so ein etwas brummiges Geräusch, und das ist es auch schon, ne? Weil sich da an den Klappen kaum etwas tut, obwohl dass die Klappentaste aktiviert wurde. So, jetzt können wir auch direkt mal hingehen und unser Modul aktivieren. Das funktioniert über eine Tastenkombination in der Mittelkonsole. Wie das genau läuft, bekommt ihr mitgeteilt, wenn ihr das Produkt bei uns kauft. Ich mache die jetzt mal, wir blenden die aber aus, die Tastenkombination. Und als Feedback schalten jetzt die Klappen hinten ein paar Mal auf und zu. Das machen sie jetzt. Ich hoffe, dass man es hört. Dadurch weiß man, dass das Ganze jetzt funktioniert hat und dass das Modul jetzt aktiv ist. Wenn ich jetzt die Auspufftaste aktiviere, hört man einen deutlichen Soundunterschied. Die Klappen sind jetzt 100% offen und man hat direkt dieses bollige, brummende Geräusch hinten. Ja, also das sind jetzt mal wirklich 100% offene Klappen. So, und das hier wäre jetzt geschlossene Klappen. Das geht so in die Tendenz der Serie. Das hat man halt auch beim Fahren, nicht nur im Stand. Beim Fahren ist es das Gleiche. Das heißt, der Mehrwert mit dem Modul ist es halt, dass man besonders im Teillastbereich bis 3.500, 4.000 Umdrehungen einen guten Sound mit der originalen Anlage rausholen kann. Und der Clou ist halt, dass man alles über die originalen Tasten steuern kann. Wir haben auch noch Module, die über einen Handsender gehen. Die sind ein bisschen einfacher in der Montage, aber man hat halt dann den zusätzlichen Handsender. Gefällt auch ein paar Leuten. Aber für die, die es original steuern möchten, haben wir das CB2, was über die Auspufftaste läuft. Auf dem Weg, wie wir es aktiviert haben, können wir es auch wieder deaktivieren. Dann steuert alles wieder original, als wäre es gar nicht verbaut. Ja. Das ist es eigentlich auch schon, weil der Funktionsumfang ist relativ überschaubar, weil wir halt wirklich diese schöne Auspufftaste haben und da einfach den Status überwachen. Leuchtet die LED, Klappen 100% und dauerhaft offen. Ist die LED aus, sind die Klappen erstmal komplett geschlossen, öffnen aber immer bei höherer Last. Bei 4000 Umdrehungen oder 80% Gaspedal gehen die Klappen auch dann auf, um quasi den Gegendruck in der Abgasanlage zu reduzieren. Das ist sehr seriennah von uns programmiert. Ja, das ist es. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Liken, teilen, abonnieren und bis zum nächsten Mal. I'm getting the boo-free.